So, wollt ihr wissen, wer da hängt? Das hier, also ist ein Bild, das habe ich mal im Urlaub gekauft, das ist ein Wasserpark. Das kann man so auf den ersten Blick nicht erkennen. Das ist von Michael Adams, das ist ein Künstler, der auf den Seychellen arbeitet, der wird also Gauguin des Indischen Ozeans. Gauguin ist tot, aber der lebt. Und da drüben ist das Dorf von Ogo, das haben Sie auch schon mal gesehen. Ne? Und ansonsten habe ich noch mein Nummernschild mitgebracht vom Wahltag. Das ist ein Traum, Moment. Das ist ja sozusagen auch noch, ist ja eingetreten, ne? Wenn alle Nummernschilder recht hätten. Ne? Musst du sowas mit Gummibändern befestigen? Das habe ich mit Gummibändern festgemacht, ja, damit es nicht auseinanderfällt. Ich habe sogar zwei auf. Doppelt fest. Eins hinten, eins vorne. Und dann habe ich noch mitgebracht, ne? Ich denke, was hat der hier alles, ne? Aber, ne? Das haben die mir geschenkt, als wir neue Geräte gemacht haben. Da steht auch positiv weiter. Steht nicht auf jedem Stein drauf. Auf dem Stein steht immer was anderes drauf. Aber das sind sozusagen Steine, die einem den Rücken stärken. Deshalb habe ich die auch in meinem Rücken stehen. Das ist nämlich von Menschen, die gesagt haben, wir wollen, dass du das machst. Ja. So, ich halte das die ganze Zeit falsch. So. Dann ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Gardinen abfällt, ne? Habe ich gesagt, ich will Transparenz und nicht, weil wir hier eine Gardinensteuer hätten, ne? Wie in Holland, da gibt es ja keine Gardinen, weil die dann eine Gardinensteuer haben. Sondern ich habe festgestellt, ich meine, ich traue ja zu, die geben meinen Blick von da oben so ein bisschen auf die südliche Stadt nach, weil das ist mal sehr schön, insbesondere wenn man länger im Büro war, kommt man über den Sonnenuntergang noch durch die Schrachten. Das kann man jetzt von hier nicht. Ich vermute, wenn man früh genug hier ist, kann man ein Stück Sonnenaufgang mitkriegen, ne? Aber nur einen bestimmten Teil des Jahres. Dann freue ich mich natürlich schon auf den Ausblick am 9. Mai, ne? Nächstes Jahr. Feier sich auf die Meisterfeier. Also, aber ich meine, ich kann nur noch ein Jahr warten, ne? Obwohl, nach dem Unentschieden jetzt gegen Leverkusen war ja schon mal ganz gut. Meine Familie haben wir auch dabei, ne? Da sitzen wir auf einer Palme. Naja, das war im Urlaub, ne? So, und ja, uns gibt es hier noch schlaue Bücher, ne, von Helmut Schmidt, Mut zur Führung und Thomas L. Friedman, was zu tun ist. Agenda für das 21. Jahrhundert. Naja, kann man sich mal so ein bisschen reinlesen. Ein oder andere spannender. Was zu tun ist. Das ist eine ziemlich umfangreiche Agenda, ne, ist aber für die ganze Welt, ist nicht nur für Dortmund, aber kann man das ein oder andere für Dortmund auch rausziehen. So, sonst habe ich neue Visitenkarten gekriegt. Also nicht nur zum Klimaschutz. Dann auch schon zur Klimapflege, da war ich vorher, ne? Um 9 Uhr war ich bei Klimapflege, um 11 Uhr beim Klimaschutz. Klimapflege, ich habe mich vorgestellt, ich habe gesagt, soll mich hier nett aufnehmen. Ich hoffe, Frau Schrader, das klappt auch. Ne? Und dann habe ich gesagt, wir müssen mal über den Namen des Amtes nachdenken. Ne? Er meint das, ne? 01 hört sich wie an? Keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, das hat Eindruck hinterlassen. Ne? Deshalb habe ich gesagt, vielleicht nennen wir das irgendwie anders, das Amt. Ne? So mehr so für Zivilgesellschaft, für Rat und Zivilgesellschaft, für Bürgernähe oder so. Haben wir gesagt, machen wir jetzt. Ne? Ich habe gesagt, jedem Anfang wird ein Zauber inne und jetzt sollen alle zaubern. Ne? Und sollen jetzt alles ausdenken. Also ich werde sicherlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, den Prozess haben wir hier heute Morgen auf den Weg gebracht, das Amt ein Stück umstrukturieren, das wird eine andere Form bekommen. Da wird es sehr stark darum gehen, auch eine Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger zu haben, auch für bestimmte Interessengruppen. Also ob das jetzt Migrantinnen und Migranten sind oder ob das auch diejenigen sind, die mit bestimmten sozialen Anliegen hier unterwegs sind. Das sind alles Dinge, die hier auch organisiert werden sollen. Ich möchte auch eine Ansprechstelle, einen Ombudsmann für die Bürgerinitiativen beispielsweise organisieren oder auch eine Koordinierungsstelle für Schwule und Lesben. Also ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass wir eine sehr vielfältige Stadt sind und das muss ich auch hier drin ausdrücken, was hier an Ansprechpersonen vorhanden ist. Das andere ist aber, dass ich für eine Neuorientierung der Verwaltung eintrete. Ich möchte gerne eine Verwaltung haben, die schlanker ist, die weniger Schnittstellen hat, die dienstleistungsorientierter ist. Wir sind dabei, das jetzt genauer anzugehen. Hat auch keiner dran gesehen.